neue Vlog startet fast da, wo der andere aufgehört hat. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen. Vielleicht fällt euch etwas auf. Ich habe, weil ich muss sagen, mir macht das Vloggen unglaublich viel Spaß und ich liebe das Feedback von euch, dass euch die Videos so gut gefallen und dass ihr, wie soll ich sagen, so ein bisschen mehr von mir privat mitbekommt. Und das war der Wunsch, den ich hatte, dass ihr einfach so ein bisschen mehr in meinem Leben teilhaben könnt und auch nochmal eine andere Seite von mir seht. Weil ich weiß, diese ganze Beauty-Industrie ist halt super, super oberflächlich. Und ich weiß das und ihr wisst das auch, aber mir fällt es manchmal trotzdem schwierig, dann aus dieser Rolle wieder rauszukommen, wenn ich beispielsweise eine Insta-Story oder so mache. Deswegen mache ich auch so ungerne Stories bei Instagram, weil ich diesen Sprung zwischen, ist das jetzt Maxim Giacomo, der Beauty-Content-Creator, oder ist es jetzt Maxim die Person? Und ich habe was gekauft. Das seht ihr jetzt nicht. Eine neue Kamera. Das ist keine Vlogging-Kamera, aber das ist so cool. Das ist auf dem Gimbal. Das heißt, es wackelt alles nichts. Ich bewege mich. Die Kamera bewegt sich mit. Ich kann sogar wirklich weiter weggehen und es bewegt sich alles die ganze Zeit mit. Der Ton ist gut, sie bewegt sich gut, ich kann euch einfach umdrehen und ich möchte euch ja guten Content bieten und mich hat es teilweise selber gestört mit dem Telefon, da musste ich es die ganze Zeit festhalten, dann hat es gewackelt, dann war der Ton nicht so gut und jetzt ist das Problem, glaube ich, behoben. Was passiert in diesem Vlog? Es wird ein sehr, sehr langer Vlog, denn heute ist Montag, der 6. November. 16.15 Uhr. Ich habe morgen um 9 einen Termin in einer Location. Wir shooten nämlich die neuen Produkte. Ihr seht es, ich bin im Lager. Hinter mir haben wir die Microfiber Multitools und die Minis. Und wir shooten morgen die Produkte in der Location. Das heißt, ich muss alles so ein bisschen vorbereiten, was mit muss. Ich muss mein Studio abbauen. Wir brauchen die Lampen. Die Kameras müssen geladen werden. Die Akkus müssen geladen werden. Die Speicherkarten müssen fertig gemacht werden. Ich zeige euch auch morgen so ein bisschen was vor Ort. Aber wir fliegen auch nach Paris. Und das dachte ich mir, komm, der dritte Vlog erstmal direkt nach Paris ist doch eine coole Sache. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Ich wollte euch aber erstmal einen guten Start hier in diesen Vlog wünschen. Lasst dem Vlog doch gerne einfach einen Daumen nach oben da. Mir macht sehr, sehr viel Freude. Und vielleicht schaffen wir es auch noch mal kurz, über das Buch zu reden, was ich neulich in irgendeinem anderen Video angesprochen habe, weil mir das gerade echt gut geholfen hat. Ich habe jetzt ein paar Sachen geholt. Das hier werde ich, glaube ich, nicht morgen brauchen. Das brauche ich dann nur hier. Das sind Lavendelblüten. Ich habe aber auch noch ein bisschen und echten Lavendel und diese super, super coole Schale. Es wird ja 1, 2, 3 verschiedene Duftrichtungen geben. Wir haben einmal Lavendel, wir haben einmal Zitrone, beziehungsweise sizilianische Zitrone und Eukalyptus und natürlich auch etwas ohne Duft. Und ich möchte die Bildgestaltung so haben, dass ihr das Ganze auch gleich schon so ein bisschen mitbekommt. Vielleicht habt ihr auf der Webseite schon gesehen, dass dort vieles passiert ist, dass das Thema sich verändert hat, dass man da vielleicht schon das ein oder andere Produkt gesehen hat. Und dann ist es ja auch bald soweit. Deswegen suche ich jetzt alle Produkte hier zusammen im Lager, verpacke die so, dass ich die dann morgen zum Shooting mitnehmen kann. Ansonsten kann ich euch jetzt hier gerade gar nicht mehr so viel erzählen. Wir haben die letzten Tage, ich kann den Raum schon fast nicht mehr sehen, obwohl es ja eigentlich wirklich einer meiner liebsten Räume ist. Wir haben hier fast eine Woche lang jeden Tag, den ganzen Tag Adventskalender gepackt. Und ich muss natürlich auch die Ware für Nice Beauty dann verpacken. Darauf freue ich mich dann aber schon wieder. Einiges haben wir schon geschafft. Egal, ich sage hier jetzt einfach mal alles zusammen durch. Und dann sehen wir uns, glaube ich, nachher. Schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Ich bin auch wirklich so hundemüde, ne? Ich war heute Morgen beim Sport und habe... Ich schlafe im Moment aber auch so schlecht. Kennt ihr das manchmal? Also seit der Zeitumstellung ist wieder so, ich stehe eh immer früh auf, aber im Moment fällt es mir schon sehr schwer, so früh aufzustehen. Ich glaube, ich war heute Morgen um 4:30 wach. Egal, ich will gar nicht meckern. Ich suche jetzt die Sachen zusammen und dann geht es morgen los. Ich bin ehrlich gesagt ganz aufgeregt, obwohl es ist ja nicht der erste Launch, den ich gemacht habe, ne? Ich glaube, ihr merkt es von diesen Themensprüngen. Es ist ja nicht dekorativ, es ist eher pflegend und Aromatherapie, aber es ist trotzdem nochmal was anderes als Microfiber Multitools oder so. Und da bin ich schon wirklich sehr aufgeregt. Ich sehe so aus, wie die Uhrzeit sagt. Das ist 6, seht ihr das? 6:08 Uhr. Oh, guten Morgen.
bin jetzt so ein Stündchen wach, aber ich sehe halt immer noch so aus. Ich habe jetzt erstmal mich an den Computer gesetzt, mir ein kleines Skript gemacht, was ich gleich machen muss. Heute ist nämlich der Tag der Tage. Wir fahren in die Location und shooten die Kampagne. Hier ist schon das erste Produkt, die Verpackung des Produktes. Bin ganz schön aufgeregt, ein bisschen gehypt. Ich muss mich jetzt erstmal richten, weil so guck dir meine Haare an. Ne? Ich sehe ja aus wie... Gut, egal. Parallel, manchmal fühle ich mich wirklich wie ein Möchtegern-Anwalt. Ich bin ja, es gibt ja einmal mich und es gibt einmal meine Firma. Und ich muss manchmal Verträge mit der Firma schließen, also mit mir selber. Und da setze ich gerade an einem sehr komplexen Vertrag, was eigentlich, könnte ja auch gefühlt ein Dreizeiler sein, weil bin ich ja, aber den muss ich heute noch einreichen. Also auch noch ein bisschen was, was Arbeit kostet. Und, wer hat geschrieben? Kriegt ihr im Moment auch so viel Werbung auf euer Handy? So, hallo, also Werbung, so Spam-Anrufe. Hallo Mama, hallo Papa war jetzt neulich das erste Mal. Okay, was muss ich jetzt machen? Erstmal Haare waschen, Gesicht waschen, rasieren. Falls ihr euch fragt, warum es so katastrophal im Hintergrund aussieht, er hat einen ganz, ganz bestimmten Grund. Denn eigentlich werden ja gerade unsere Türen gemacht und ich habe schon das Bild abgehangen, habe den Schrank vorgezogen, dass die Türen frei sind. Ja, der eine hatte einen kleinen Unfall und sieht jetzt seit 4 Tagen mittlerweile so aus. Aber ich habe auch gedacht, jetzt das wieder zurückbauen und falls irgendjemand anderes spontan kommt, das wieder zu, vorschieben. Ist egal, ich kann damit leben. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt auch. Käffchen. Zusammengepackt habe ich gestern schon alles. Ich muss aber gleich nochmal kontrollieren. Vertrag muss ich jetzt gleich noch fertig machen. Ach so, und dann habe ich hier die Buffets für unsere Hochzeit. Läuft halt immer noch weiter, ne? Also ihr werdet jetzt in den nächsten Monaten immer ein bisschen Hochzeitscontent sehen. Wir hatten einen Vorschlag bekommen. Den fand ich aber nicht so toll. Und dann habe ich ihn gefragt, bevor ich mir jetzt irgendwie Sachen ausdenke, was wir gerne essen, was haben sie denn dort noch für andere Möglichkeiten? Da hat er mir echt 5 verschiedene Buffets. Das Gala-Buffet, das Super-Buffet, das was weiß ich Buffet. Und ich habe mir jetzt aus allen immer so ein bisschen was ausgesucht. Ich werde Danny heute Abend eine Präsentation halten und ihn fragen, ob er das mag. Beispielsweise habe ich aus dem einen, ich habe aus allen die Suppe rausgestrichen. Ich hasse Suppe. Rosa Tatin vom Räucherlachs. Wir haben Vitello Tonato. Desserts fand ich auch sehr, sehr gut. Panna Cotta mit weißem Pfirsich und Himbeerkaviar. Mousse von weißer und dunkler Schokolade. Dann gibt es natürlich Hochzeitstorte. Müssen wir auch noch machen. Und hier fand ich bei dem einen Buffet, fand ich wirklich alles gut. Das ist so schön zu sehen. Danny und ich, wir sind ja schon sehr lange jetzt zusammen. Also wenn wir heiraten, über 6 Jahre. Und wir sind halt mittlerweile so gleich geworden, was wir gerne essen, was wir halt nicht gerne essen. Und dieses eine Buffet ist sehr, sehr gut. Ich komme vom Regen in die Traufe. Ich schau dir mal meine Haare an. Ey, das kann ja keinem erzählen. Okay, ich werde mich jetzt fertig machen. Und dann sind wir, glaube ich, gleich in der Location. Ihr wolltet ein ungeschminktes, reales Bild. Guten Morgen. Da ist es gleich alles schon ein bisschen besser aus. Am besten finde ich meinen Hugh Hefner Bademantel. Ich habe den irgendwann mal bei Amazon gekauft. Oh, es tut mir so leid, ne, dass hier immer nur so ein kramiges Zimmer. Überall ist es kramig, aber ich schwöre, ich gebe mir wirklich Mühe, dass es immer zwischendurch ordentlich ist. Aber das ist, glaube ich, das Problem, wenn man zu Hause arbeitet. Du lebst hier und du arbeitest hier. Und bei wem sieht das Haus zu Hause immer ordentlich aus, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit ist? Wir sind den ganzen Tag zwar hier, aber wir arbeiten den ganzen Tag. So. Make-up ist drauf, Kamera ist geladen, Akkus sind geladen. Ich bin richtig, richtig aufgeregt, weil es das erste Mal ist, nicht nur, dass es eine neue Produktkategorie ist für mich, sondern es ist natürlich auch etwas Aufregendes für mich, weil... Okay, let's go. Setup ist aufgebaut mittlerweile. Wir haben hier die 3 verschiedenen Produkte, schon ein bisschen Deko, ist noch ein bisschen hell, aber das, na, da,
Das Licht ist schon ganz gut. Ich bin ehrlich gesagt selbst ein bisschen überrascht, wie schnell und einfach das Ganze ging. Es war halt, ne, diese Wandpaneele, perfekt, das Produkt beleuchtet. Dadurch wird das im Hintergrund natürlich deutlich, deutlich dunkler. Und dann sieht das auch richtig hochwertig aus, so wie das Produkt aussehen soll. Ich habe es geschafft. Ich habe bestimmt 500 Fotos jetzt gemacht. Alle verschiedenen Formate für Instagram, für die Webseite, für den Shop, für alles Mögliche ist alles dabei. Ich werde jetzt alles zusammenpacken, natürlich ordentlich hier hinterlassen. Und dann heißt es, Produktfotos bearbeiten und in den Shop schon mal einpflegen. Der Launch, ich habe immer noch keinen fixen Termin. Ich glaube, es wird um den 1. Dezember dann sein. Aber die Hauptaufgabe oder das, was ich so lange vor mir herschieben musste, weil ich die Produkte noch nicht hatte, die Verpackung noch nicht hatte, das Konzept war noch nicht final für die Kampagne, ist jetzt fertig. Das heißt, jetzt geht es nur noch um die Veredelung der Produkte. Das übernimmt jemand anderes. Und dann ist es bald soweit. Ich freue mich riesig drüber. Ihr wollt Behind the Scenes, ihr bekommt Behind the Scenes. Mein kleines Update zu gestern. Ich setze mich mal kurz hin. Gestern lief der Dreh ausgezeichnet gut. Die Fotos sind unglaublich geworden. Zeig euch mal was. Sekunde. Und dann habe ich das hier. Da könnt ihr schon mal so ein bisschen was erkennen. Mehr zeige ich euch aber noch nicht. Hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Jetzt wird es ein bisschen finanziell. Ich muss die Steuer machen, beziehungsweise ich mache ja meine Steuer nicht selber. Das macht ja ein Steuerbüro. Ich habe ja zwei Firmen und da diesen Mittelweg zu finden, ist nicht so einfach. Deswegen sitze ich jetzt hier bestimmt schon seit 2 Stunden und arbeite an den Belegen, die ich privat ausgegeben habe, die ich privat bezahlt habe, aber für die Firma ausgelegt habe. Und ich muss ja das Geld, weil die Firma, das ist ja nicht meine, also es ist meine Firma, aber das ist eine GmbH. Das ist, du kannst ja da nicht einfach hingehen und sagen, so, ich hole mir jetzt ja 500 Euro raus. Das funktioniert ja so nicht. Das heißt, ich muss das alles schriftlich fixieren, welches Geld ich ausgelegt habe für die Firma. Das ist richtig, richtig anstrengend, weil ich halt hunderte Belege habe pro Monat und ich jetzt jeden einzelnen Beleg durchgehen muss, schreiben muss, wo habe ich das Geld ausgegeben, wann habe ich das Geld ausgegeben, wie habe ich das Ganze bezahlt, was ist die Summe, dann muss das geprüft werden vom Steuerbüro, dass ich mir dann die Summe von der GmbH als Auslage überweisen kann. Das steht heute an. Super, super langweilig. Ich bin deswegen dabei und schaue gerade Videos. Meine Bildschirmzeit. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie hoch eure Bildschirmzeit ist. Wo ist denn die? Von eurem YouTube. Weil ich bin so eine Maus. Ich habe immer, egal was ich mache, YouTube an. Immer. Und weil ich das einfach total gerne mag, im Hintergrund zu hören. Ich habe zwar diese Woche 30% weniger als letzte Woche, aber ich habe durchschnittlich am Tag 8 Stunden 19 YouTube auf. Nicht, dass ich 8 Stunden vorm Handy hänge, sondern weil ich das einfach im Hintergrund laufen lasse. Ich habe dieses YouTube Premium und da ist keine Werbung, da kann ich das Handy einfach zumachen und höre dann, weiß ich nicht, auch Nachrichten als Podcast oder so. Wenn ich sowas mache, höre ich immer Claudi. Liebe Grüße an Claudi. Gerade bin ich beim Sallys Welt Adventskalender. Der Adventskalender an sich interessiert mich gar nicht, aber ich höre Claudi so gerne zu, was so beruhigend ist. Das ist wie eine Meditationsmusik. Gerade wenn du dich so konzentrieren musst, einfach Claudi an. Die Kratzer und so rein, gerade in diese wunderschönen Teflon-Beschichtungen. Selbst wenn Claudi sagt Teflon-Beschichtung, bin ich glücklich. Okay, ich höre mir jetzt Claudi ein bisschen an und dann muss ich das Ganze machen. Das ist wirklich zum Mäusemelken, wirklich. Aber nun gut, das gehört dazu. Das gehört auch zu meinem Job dazu, ich finde. Wobei es mittlerweile eigentlich so ein bisschen anders ist, aber es ärgert mich persönlich immer, wenn ich sehe, da müssen wir jetzt kurz drüber reden. Also, man nennt mich ja Influencer. Ich mag das Wort Influencer nicht, weil es halt mittlerweile sehr inflationär benutzt wird. Ich bin Content Creator. Ich erstelle Content rund ums Thema Beauty und Kosmetik und klar, ich bin in der Influencer-Branche tätig, aber ich bin nicht dieser klassische Influencer. So, jetzt gibt es ja viele Leute, die aus dem Fernsehen kommen, vor allem aus Trash-TV-Formaten, was eh nochmal ein ganz schwieriges Thema ist, reden wir ein andermal drüber, die jetzt auch Influencer werden. Und ich finde, wenn man dann jemand anderem erzählt, hey, ich bin auch Influencer, dann vergleichen sie einen mit jemandem aus dem Trash-TV beispielsweise oder aus einer zwielichtigen Industrie oder aus irgendwas, was aber nicht mir entspricht, sondern mein Alltag ist total anders als der von einem
anderen Influencer oder einer anderen Influencerin. Ich sitze hier am Mittwoch seit 2 Stunden und mache Belege. Vormittags drehe ich, schneide und dann ist Buchhaltung und alles Mögliche. Und das gehört halt zu dem Job dazu. Ne? Und das sieht man, finde ich, wenn man diese ganzen neuen Influencer sieht, halt nicht. Okay. Claudi, ich brauche deine Ruhe jetzt. Ich liebe Drama, ihr liebt Drama, aber ich kann das nicht mehr. Mich macht das alles nervös. Also ich merke wirklich mit den Jahren, wie viel vorsichtiger ich bin. Und ich fliege ja morgen nach Paris. Und jetzt kam gerade die E-Mail, dass ich einchecken kann und alles fertig machen kann. Und ich mache das immer alles sehr, sehr früh, damit ja nichts schief geht. Und falls was schief geht, dass noch viel Zeit ist. Hat sich heute wieder bewährt gemacht. Und bin auch rechtzeitig immer da. Ich bin noch nie irgendwie zu spät am Flugzeug gewesen. Na, was weiß ich. So, jetzt gucke ich, wollte mich gerade anmelden. Und du brauchst ja dann deine Buchungsnummer und deinen Nachnamen. Hab das eingegeben und dachte mir, als es kam dann, geht nicht. Falsch. Falsche Daten. Ich so, Moment, aber das ist doch mein Name und das ist die Buchungsnummer, die ihr mir gerade geschickt habt. Ich habe den Flug halt nicht selber gebucht. Hat sich herausgestellt, dass es leider ein Problem bei der Buchung gab, dass sie meinen Vornamen als Nachnamen gemacht haben, was sehr, sehr oft schon passiert ist, weil ich heiße ja mit Vornamen Maxim Giacomo und sie haben Giacomo als Nachnamen genommen und ja, das hatte ich neulich schon mal. Da war es ein riesengroßes Drama am Flugzeug. Ich konnte da mitfliegen, alles gut. Aber, also, bei EasyJet weiß ich, ist es ein riesengroßes Problem, wenn der Name auf dem Pass nicht genau dasselbe ist wie bei der Buchung. Ich weiß nicht, wie es bei Air France ist, aber ich habe emotional keine Kapazitäten mehr, diesen Druck zu haben, dass ich da morgen am Gate stehe und dass sie dann sagen, oh, pardon. Na, jetzt habe ich einmal kurz angerufen bei dem Team, dass sie das vielleicht nochmal ändern können und nachfragen können, ob das ein Problem ist. Weil mein Französisch ist ein bisschen eingerostet. Und ich könnte jetzt nicht erklären, dass das ja mein Vorname ist, aber auch nicht mein Nachname. Aber es steht ja beides im Pass. Deswegen habe ich da jetzt einmal angerufen. Dann auch super, super... Was, ne? Ich liebe diese neue Kamera. Habe ich gerade... Heute ist so ein Office-Maus-Day. Ne? Ich habe hier meine Office-Maus-Brille. Und habe hier dann meine Buchhaltung gestern gemacht und heute musste ich so ein paar Sachen klären. Eigentlich gestern schon, ich sitze seit einigen Tagen da schon dran. Es gibt ja verschiedene Institutionen, bei denen du verschiedene Dinge anmelden musst als Unternehmen. Handelsregister, Deutsches Marken- und Patentamt. So, und ich habe ja schon sehr, 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 sehr viele Marken schützen lassen, weil ich daraus gelernt habe. Und auch sobald mir irgendetwas einfällt, was ich sage, das könnte ich vielleicht in 20 Jahren mal benutzen, lass ich mir schützen. Ich habe jetzt ausgerechnet, den Stress, den ich damals mit Giacomo Cosmetics hatte, das Geld, was ich dafür investiert habe, dafür aufbringen musste, um diesen Patentstreit zu klären, dafür kann ich 20 Patente einfach so anmelden, rechnet sich. So, habe ich vor Monaten schon gemacht, etwas Neues angemeldet, was mir einfiel, was ich irgendwann umsetzen möchte. Und dann hieß es auf einmal, sorry, es stimmt nicht mit unseren Daten überein. Ich denke mir so, hä? Aber es hat doch die letzten 7 Male auch geklappt. Ja, jetzt haben die entschieden, dass sie intern etwas umstellen, dass das der Handelsregister damit zu tun haben muss. Und wenn die Daten nicht 1:1 korrekt sind, dann lehnen sie es erstmal ab, beziehungsweise schieben es erstmal weiter. Das heißt, ich musste das jetzt einmal klären. Aber im Handelsregister in Berlin arbeitet unter der Woche niemand mehr nach 13 Uhr. So, jetzt habe ich jetzt angerufen. Heute arbeiten sie nicht bis 12. Habe aber auch jemanden bekommen, total nett. Sie haben gesagt, ich habe sie erstmal gefragt. Ich dachte, ich habe was falsch gemacht. Ich dachte, ich muss das Handelsregister darüber informieren, was ja informiert wurde, dass ich umgezogen bin. Und ob das jetzt illegal ist, dass ich nicht mehr im Handelsregister Berlin, sondern im Handelsregister Cottbus bin. Er sagt, nee, uns ist das wurscht. Es ist beides legal. Sie können machen, was Sie wollen. Nur fürs Patentamt ist das halt ein Problem. Ich habe gestern 3-mal denselben Brief an 3 verschiedene Standorte von Patentämtern geschickt. In München, in Berlin und in Jena. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ich habe gestern dann noch was Neues angemeldet, weil, ne, ich melde einfach an und wenn ich es nicht brauche, ist okay. So, das habe ich jetzt geklärt. Sie hat gesagt, das ist alles in Ordnung. Deswegen warte ich jetzt einfach mal ein paar Tage auf eine Rückmeldung vom Patentamt. Die sind meistens recht schnell. Und muss jetzt gleich packen. Dann kam eben auch noch der Anruf, dass es endlich am Montag
mit der Dusche losgeht. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir oben das Bad neu gemacht haben. Wir haben ja oben die Badewanne rausnehmen lassen, neu machen lassen und dann einfliesen lassen in diesen unglaublich schönen schwarzen Marmorfliesen. Oder ich weiß nicht, ob es Marmor ist, Steingut, war nicht so teuer. So, aber sie sind halt hübsch. So, und jetzt habe ich ja hier unten dieses furchtbare Türkis mit dem gräußlichen roten Glasstreifen. Und damit das alles ein bisschen zusammenpasst, haben wir gedacht, wir lassen die Dusche auch noch machen. Das geht Montag los. Und bis dahin könnte es auch sein, dass die Türen endlich alle weiß sind. Auch da gab es ja so ein kleines Problem. Wir warten darauf den ganzen Tag schon, dass die Maler heute kommen. Sie sind bis jetzt noch nicht da. Es ist 11. Egal. Ich muss mich jetzt um Kofferpacken kümmern. Ich musste, warum ich eigentlich angefangen habe, in diese Buchung reinzugehen, war um zu wissen, habe ich nur Handgepäck oder habe ich Koffer zum Abgeben? Ich krieg das, es fällt mir sehr, sehr schwierig, Koffer nur fürs Handgepäck zu packen, wenn ich auf ein Event gehe. Wenn ich privat mal für 2 Tage weg muss oder so, dann reicht mir, wenn ich eine Creme und einen Concealer dabei habe. Aber wenn ich auf ein Event gehe, brauche ich natürlich ein paar Sachen mehr. Deswegen, alles gut. Ich packe jetzt meinen Koffer. Und hoffe, dass die Maler gleich kommen. Es geht los. Ich bin im Auto. Die Sonne geht gerade auf. Maler sind da. Mir tut es total leid für Danny, weil heute so viele Dinge gleichzeitig passieren. Nicht nur, dass die Maler halt jetzt da sind und wir natürlich auch Fragen haben oder so, denn die muss ja auch arbeiten. Aber es kommt noch die Gastherme, die wird irgendwann geliefert. Dann kommen heute ein paar Pakete, die wichtig sind. Also Danny hat heute wirklich den schlimmsten Tag von uns beiden. Ich bin einfach nur angespannt. Ich fahre jetzt los. Hoffe, dass das alles wirklich gut klappt. Drückt mir die Daumen. Wir sehen uns gleich. Gerade ein richtig, richtig cooles Essen gehabt. So eine richtige Charcuterie Board mit Pariser Baguettes. Und jetzt gab es so eine kleine Überraschung. Es gibt ein kleines Fotoshooting. Das Thema von Typology bzw. die Brand Identity ist halt super clean. 90 Grad von vorne. Und die haben jetzt ein kleines Fotoshooting aufgebaut. Ich bin ganz gespannt, wie das aussieht. 90 Grad ist ehrlich gesagt nicht so mein Winkel. Ich zeig mich ja auch immer so ein bisschen von der Seite. Und dann so. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Also, falls du mal ein Assistent brauchst. So this is our laboratory, like internal is not net enough, and if we find a defect like this, the whole load will be not confirmed. Crazy, can you see? Yes, right. The logo is not clear. But I would. That's the first thing that we check. You hold the product, you check the details, whether the print is clear enough for the product's name, for the formula's name, for the logo, and for the reference code. The second one is the aluminium tubes, and the third one is our recycled plastic bottles. Basically, we want to keep all our formulas in these three principal packages that we want to have everything uniform, very minimalist, and just keep everything simple. Recycled plastic bottle. Because when we do a plastic bottles, you need to load it up. At the very beginning, it's just a very small material, and then you have the machines that inject and blow it up.
However, if you have some recycled material in it, you can now make sure that the bottle is transparent enough. Present the recycled material in glass. As long since I don't know any brand who can do this, and ja, Mäuse, ich bin endlich im Hotel angekommen. Es ist mittlerweile auch schon 18 Uhr, also wirklich schon einige Zeit vergangen. Und so viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal schnell eine Roomtour. Wir sind im Hoy Hotel Paris. Ein ganz, ganz kleines Boutique-Hotel. Ich glaube, es hat nur 12 Zimmer. Richtig, richtig süß. Ich erzähle euch gleich, was wir hier machen alles, aber erstmal zeige ich euch das Zimmer. Du kommst hier rein und bist dann auch schon direkt im Bad. Und da gehen wir einmal alles so ein bisschen gebrandet mit Typology. Und also es ist super ästhetisch, ne? Ich weiß auch nicht, es hat geregnet. Ich weiß nicht, was mit den Haaren passiert ist. Aber ich mag sowas ja, ne? So diese Betonwände, Dusche, unglaublich schön. Und das Zimmer ist wirklich süß. Ich mag so diese kleinen Boutique-Hotels lieber als diese großen Hotels. Und ich bin ganz, ganz oben und habe so ein kleines Dachfenster. Wir haben hier einen kleinen Tisch. Auch hier ist eine kleine Goodie-Bag mit dabei. Wir haben eine kleine Kaffee- und Tee-Ecke. Und hier ist dann auch schon das Bett. Wirklich zuckersüß. Ich habe noch die Kopfhörer dran. Jetzt kann ich euch auch erstmal erzählen, wie es alles war. Es hat alles gut geklappt. Ich hatte so ein Herzklopfen, ob das mit dem Flug klappt. Hat alles geklappt. Und dann ging es auch schon Schlag auf Schlag los. Also ich hatte dann gar nicht mehr so viele Möglichkeiten zu filmen, denn wir wurden direkt abgeholt und es ging direkt ins Typology Headquarter. Und wir haben dort eine Führung bekommen durch das Büro, durch das Labor, wo sie die Kontrollen machen, eine Präsentation über die Produkte. Ein so krasses Essen, das habt ihr ja gesehen gerade. Ja, und jetzt ist auch schon 18 Uhr und um 19 Uhr werden wir wieder abgeholt und wir fahren in den Typology Pop-Up Shop. Typology ist ja eine Brand, die es nur online gibt und sie haben jetzt hier in Paris ihren ersten Pop-Up Shop geöffnet und den werden wir uns heute anschauen. Der ist wohl in so einer Orangerie. Ich zeige euch das gleich. Und soll wohl richtig, richtig süß sein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Zeit. Ich habe jetzt eine Stunde Zeit, das hier alles hinzukriegen und dann zeige ich mich gleich nochmal. Aber ich freue mich, so aufregend hier. Es ist ganz schwierig, hier eine richtige Position zu finden, weil gar nicht so viel Platz ist hier in dem Bad. Ja, also, ich habe gerade noch mal so ein bisschen durchgeguckt, habe mich noch mal kurz hingesetzt und es ist so süß. Ich war das letzte Mal in Paris vor, lass es 10, 11 Jahre sein, mehr, 15. Und wir haben heute zwar nicht viel gesehen, aber ich weiß nicht, Paris hat wirklich diesen Charme. Ich habe den Charme heute im Regen verloren. Das ist alles irgendwie komisch. Deswegen mache ich mich jetzt noch mal ein bisschen frisch. Es ist zwar jetzt nicht, dass wir super, super schick sein sollen heute, weil wir sind nur unter uns. Also ich dachte vielleicht, dass wir mit anderen Creatorinnen und Creatoren, so wie letztens in London, zusammen sind. Sind wir aber nicht. Also wir sind wirklich nur für uns. Deswegen muss ich jetzt hier auch nicht so groß Make-up oder so auflegen. Ich habe mich jetzt auch nicht mehr neu abgeschminkt, sondern einfach nur das, was da war, ein bisschen aufgefrischt. Einmal Parfum. Und dann bin ich eigentlich, hübsch würde ich es jetzt nicht nennen, aber es erfüllt den Zweck. Ich habe gerade nochmal was gesehen. Und zwar liegt hier ein Zettelchen drauf, dass es morgen eine Gesichtsbehandlung für uns gibt zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr. Da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf. Ne? Also ich liebe ja so Facials, richtig, richtig süß. Und dann haben wir hier noch eine kleine Karte bekommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Und hier auch nochmal so einen kleinen Plan. Das muss man wirklich sagen, das Team von Typology, ich kannte die ja vorher auch noch nicht. Und so oft habe ich mit Typology auch noch gar nicht zusammengearbeitet, wie es jetzt vielleicht auf dem letzten Brandtrip mit Real Techniques oder mit Manhattan Anfang des Jahres hatte. Aber ich finde, das ist super, super schön. Wir haben da heute auch sehr viel drüber gesprochen, weil es ist ja kein bezahlter Trip hier. Also ich kriege ja kein Geld dafür, dass ich hier bin, sondern es ist für mich auch einfach mal ganz spannend zu sehen, wie die Produkte sind, wo die Produkte herkommen, wie das Team hier so ist, weil das macht so einen krassen Unterschied, wenn man einfach das Team hinter der Marke kennt. Das kenne ich jetzt. Wir haben die Leute kennengelernt, die dort arbeiten. Wir haben den Creative Director kennengelernt, der uns erklärt hat, wie man
wie man den Content für die Brand macht, weil es ist sehr, 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 sehr strikt, wie sie hier das Branding der Marke haben wollen, was alles geht und was nicht geht, dass das alles zu Typology der Marke passt. Das finde ich super, super spannend. Make-up ist drauf. Ich liebe diese Kamera. Ich wünschte, ihr könntet mir schon Feedback geben, aber es macht richtig viel Freude. Halbe Stunde habe ich noch. Ich setze mich jetzt mal das erste Mal, dass ich mich 5 Minuten hinsetzen kann. So, wir sind an der Location angekommen. Wir sind hier am Sacré-Cœur. Ich glaube, wir haben gerade schon den Eiffelturm gesehen. Richtig, richtig süß. Der ist schon beleuchtet. Es ist richtig kalt heute und super, super windig. Oh, wow. Schaut euch das mal an. Das ist ja verrückt. Wie süß. Diese kleinen Tischchen hier. Ein kleiner Teich. Und ich glaube, da hinten ist schon die Location. Oh, ich bin ganz aufgeregt, die süßen Mäuse. Wow, okay. Well, I just wait for it. I have a dry November. Thank you. Thank you. Thank you. It's all vegetarian, right? Yeah. With cheese and dairy, I think. Not vegan. No, vegan, vegetarian. Yeah. Bin jetzt einmal ganz kurz rausgegangen, weil ich hier noch mal kurz diesen Moment einfangen wollte. Wir haben gerade, das war so lustig, weil auf einmal stand ein Mann bei uns und wir haben mit ihm so gequatscht und er ist, ach ja, so und nebenbei, ich bin der Gründer von Typology. Und so, ach Mensch, schön dich kennenzulernen, ganz, ganz lieb. Und da merkt man das halt, ne? Das wusste ich heute beispielsweise auch noch nicht, dass Typology so eine so junge Marke ist. Und 2019, das ist 4 Jahre alt, davon waren 2 Jahre, ne, Pandemie. Und dass die sind alle nett und die sind alle motiviert und du merkst deren Anspruch. Und es ist total süß, weil ich habe ihn gerade gefragt, wir sind hier in einem Gewächshaus. Wir sind hier direkt an der Sacré-Cœur oder weiß ich nicht, ist ja auch völlig egal. Und ich habe ihn gefragt, wie kam es dazu, dass ihr hier ein Gewächshaus genommen habt? Also naja, also erstmal, Typology ist ja sehr pflanzenorientiert und ihm ist es halt wichtig, er hat wirklich alles unter Kontrolle. Das ist sehr, sehr spannend zu erfahren, so von Business, ne? Ich interessiere mich für sowas. Und der hat gesagt, naja, unsere Flaschen sind transparent. Alles, was draufsteht vorne alleine schon, ist das, was drin ist, so ungefähr. Und das ist sehr transparent. Und da passte dieses Gewächshaus wirklich gut. Und ihr habt es ja gerade gesehen, sehr, 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 sehr schön. Ganz, ganz lieb. Ich fühle mich richtig wohl. Das ist ja, kennt ihr ja mittlerweile. Das ist immer so ein bisschen meine Angst, dass ich mich immer so ein bisschen unwohl fühle, weil ich die Leute nicht kenne und die Leute mich nicht kennen. Und hier ist es ganz anders. Ja, natürlich. Ja, gerne. Einfach, wo ihr mögt. Ja. Wenn sehr. Oh mein Gott. Ich schicke meine Schale. Oh, guten Morgen. Ah, wow, was für ein wundervoller Abend gestern. Ich brauche immer so einen Moment, um das alles irgendwie zu verarbeiten, weil in der Situation viele fremde Leute, ganz, ganz viel Aufregung und es passieren ganz viele Dinge und dann brauche ich erstmal wieder einen Moment, um das alles zu verarbeiten und dann freue ich mich immer wieder drüber. Das Essen war wirklich super, super lecker. Es war eine Köchin hier aus Paris, die jetzt auch ihr erstes Restaurant wohl aufmacht. Richtig, richtig lecker. Habe ich noch nie gegessen, sowas. Hat richtig Spaß gemacht. Einige aus der Truppe sind dann, glaube ich, noch weitergezogen. Ich habe mich ehrlich gesagt dann aufs Bettchen gefreut. War ja auch schon um. Und deswegen habe ich mich dann aufs Bettchen gefreut und habe auch geschlafen wie ein Stein. Ne? Und sogar bis 7, was für mich sehr, 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 sehr lange ist. Sonst bin ich so gegen 4 oder 5 immer wach. Aber ich bin fit. Ich habe mir schon ein Teechen gemacht. Richtig süße kleine Tasse und freue mich jetzt aufs Frühstück. Hab nämlich tierischen Hunger. Gestern haben wir immer ein bisschen was gegessen, aber nicht richtig viel. Und deswegen, ich freue mich jetzt einfach mal richtig auf richtig Frühstück. Heute ist Frühstück im Hotel und dann gibt
es ab 10 in verschiedenen Slots hier diese Skincare-Überraschung. Dafür haben wir, so ganz kurz, ne, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon gesagt habe, aber ist natürlich jetzt sehr Typology-lastig hier, aber es ist kein bezahltes Video von Typology. Und da haben wir so ein kleines Säckchen hier bekommen mit ein paar Sachen. Einige der Produkte kenne ich auch noch gar nicht. Shampoo, noch ein Shampoo. Dann haben wir hier ein Koffein- und Niacinamid-Serum. Eine Creme, also wirklich süße Sachen und das nehmen wir dann nachher mit zu der Skincare-Überraschung, zum Facial, so. Und dann kriegen wir da was Schönes, ich bin gespannt, weil mein Flug geht tatsächlich erst sehr, 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 sehr spät heute, um 21 Uhr, glaube ich, oder um 20.45 Uhr oder so, also recht spät. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir müssen aus dem Zimmer aber so gegen 12, glaube ich, raus. Das heißt, nach dem Frühstück vielleicht mal kurz die Beine vertreten, hier in der Nähe vielleicht mal ein bisschen rumschlendern. Dann habe ich die Skincare-Veranstaltung, da kann ich auschecken und dann habe ich immer noch ganz viel Zeit. Und vielleicht schlendere ich einfach mal so ein bisschen durch Paris. Habe ich richtig, richtig Lust drauf. Vielleicht schließt sich jemand aus der Gruppe mir an. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der Tag bringt. Ich weiß leider nicht, wie viel ich euch bei der Skincare-Veranstaltung mitfilmen kann. Aber ich werde euch berichten, ihr süßen Mäuse. Das Frühstück war unglaublich lecker. Leider habe ich immer noch ein klitzekleines bisschen Hunger. Und ich bin gerade gesagt, so, Freunde, ich muss jetzt wirklich hoch, weil ich den Koffer packen muss, weil ich um 11.30 Uhr die Gesichtsbehandlung habe. Ich habe sie aber, wie ihr wahrscheinlich besser wisst als ich, 12.30 Uhr setze ich, habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Habe jetzt den Concealer alles einmal weggemacht. Mache jetzt den Koffer schon zu und gehe jetzt erstmal wieder runter und werde jetzt gleich mal hier über den Markt schlendern. Hier ist nämlich heute Samstag, ein Flohmarkt aufgebaut worden und das sieht so, so cool aus, dass ich mir gedacht habe, das schaue ich mir gerne mal an. Ich habe wieder meine Zauberbrille und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt endlich meine ruhige Straße gefunden, in der ich mit euch ein bisschen sprechen kann. Ich war beim Facial und ich bin mehrfach fast eingeschlafen, weil es einfach so ruhig war. Sie hatte so zarte Hände, es klingt so komisch, aber wirklich wie so ein kleines Engelchen ist sie da über mein Gesicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Sieht ein bisschen komisch aus. Und dann hatten wir natürlich jetzt noch super viel Zeit. Mein Flieger geht ja erst gegen 20 Uhr. 20.55 Uhr, glaube ich sogar. Bin so ein bisschen außer Atem. Es geht hier so bergauf. Wobei ich jetzt hier echt eine coole Ecke gefunden habe, um Content zu drehen. Vielleicht mache ich das hier gleich nochmal. Ansonsten freue ich mich jetzt wirklich auch auf zu Hause. Zu Hause ist natürlich super viel passiert mittlerweile. Denn ihr hat mir hier laufend Bilder geschickt. Sieht alles so cool aus mit den weißen Türen. Freue ich mich sehr drauf, sobald ich zu Hause bin. Morgen wird, glaube ich, noch oben gestrichen und dann ist es fertig und dann kann ich euch endlich die Türen zeigen. Oh, ich bin wieder da. Es war eine sehr, 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 sehr kurze Nacht. Entschuldigt bitte, wie ich aussehe. Ich glaube, ich war um 23 Uhr zu Hause. Habe uns dann noch schnell eine Kleinigkeit zu essen geholt. Dann haben wir kurz gegessen und sind auch direkt ins Bett, weil der Wecker um 4.30 Uhr geklingelt hat. Denn heute ist der letzte Tag. Achso, ich muss mich ja mitbewegen. Die Türen sind weiß. Es ist so, so cool geworden. Es ist fast fertig. Wenn das alles fertig ist, im nächsten Vlog zeige ich euch das Ganze dann. Aber wir mussten natürlich früh aufstehen, dass wir nochmal ein bisschen klar Schiff hier machen konnten. Es sieht hier nämlich wirklich, wirklich schlimm aus. Es sieht zwischendurch schon ab und zu mal so ein bisschen chaotisch aus. Aber heute ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es war eine wirklich sehr, 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 sehr schöne Reise und ich habe den Vlog auch gerade schon geschnitten. Ich sitze nämlich gerade eigentlich im Wohnzimmer und bearbeite das Ganze so ein bisschen und habe gesehen, dass wir schon bei 40 Minuten sind. Mir macht das sehr viel Freude. Ich hoffe, ihr merkt das und ich hoffe, ihr seid mit der Kamera zufrieden. Ich muss noch mal ein bisschen schauen. Mich hat es jetzt beim Schneiden immer so ein bisschen gestört, dass die Kamera sich so viel bewegt hat. Aber wahrscheinlich, weil ich mich auch einfach so viel bewegt habe. Ich würde mich an dieser Stelle von euch aus diesem Vlog verabschieden. Schreibt mir gerne irgendein Emoji in die Kommentare. Hauptsache, wir kriegen ein paar Kommentare zusammen auf die Vlogs. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. So weiß ich, ob ich damit weitermachen soll für euch. Mir macht es auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude und ich würde es sehr, sehr gerne weitermachen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Lasst es euch gut gehen. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.